Mittwoch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Und es fließt in Strömen. Nanu, die Tür ist offen. Ach ja, da lag er ja. Oh mein Gott. Scheiße. Natürlich, okay, ihm helfen. Ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Aufhelfen vielleicht? Der ist total am Ende. Na los. Ach, scheiße. So, jetzt aber volle Kraft voraus. So, irgendwie müssen wir ihn aufs Bett bekommen. Und... Ja. Ab. Jetzt mit dem Arm rum. Und auch mit dir. Ah, so. Dass sie ihm so viel hilft, das finde ich super. Und sie hat keine Ahnung von ihm. Ethan, nur der Name. Hören Sie mich? Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Tja. Wir können in die Kiste schauen. Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Das muss dir doch was sagen, Mädchen. Der befindet sich in der Zwickmühle. Vielleicht können wir wieder mit ihm reden. Hm. Sie haben sehr hohes Fieber. Okay. Zum einen das, natürlich. Und zum anderen... Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Nicht nur Brandmale. Diese ganzen Scherben und alles. Die Stromstöße. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ja, besser ist es. Oh Mann, wenn sie nur wüsste, durch was er gerade durchgeht. Okay. Medizin? Okay. Als erstes ruhig bleiben. Ich könnte erste Hilfe leisten. Okay. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Kühles Wasser? Zumindest mal das. Und sonst? Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Nicht, dass sie denkt, er will irgendwie Suizid begehen oder so. Medizinschrank. Er braucht erste Hilfe. Im Medizinschrank müsste alles Nötige sein. So, wieder mal spielen wir Frau Arzt, Frau Doktorin. Einfach mal alles nehmen. Alles, komm, hier. Hohes Fieber, Wunden. Ich sehe, was ich für Sie tun kann. Erstmal desinfizieren. Erstmal desinfizieren, dann kümmern wir uns um die Brandwunden. Und das Fieber müssen wir natürlich auch noch bekämpfen. Natürlich die Arme. Oh, das wird dir nicht gefallen, mein Lieber. Das wird dir nicht gefallen. Gut machst du das. Gut machst du das. Natürlich kann das brennen. Okay. Das wäre soweit.
Ich habe Fieber hat er immer noch. Das ist schon mal gut. Dann vielleicht Brandsalbe. Okay, das wird wahrscheinlich wieder etwas schmerzen, aber nach kurzer Zeit kühlend. So. Schön langsam mit einreiben. Ja, guck mal. Das ist gut so, ne? Das ist gut so. Das hier sollte helfen. Okay. Medikamente und dann können wir verbinden. Fiebermittel. Er hat hohes Fieber. Nicht das falsche Mittel jetzt auch noch geben. Der hat schon schwer genug, der Typ. Der Mann hat es echt schwer genug. Genau. So, jetzt Verbandszeug. Für die Arme natürlich. Oh, die könnte sich jetzt sonst was denken bei den Schnittwunden. Aber so freundlich, dass sie auf jeden Fall noch hilft. In diesen schweren Zeiten ist es hart, jemanden zu finden, der für einen da ist. Und auch mit dir langsam. Gut, jetzt dürft's dir langsam besser gehen, hoffentlich. So. Hier rumwickeln. Noch einmal und noch einmal rum und so, fertig. Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Der Arme. Und während er ausruht. Ah, okay. Ich dachte, wir gucken nochmal in die Schachtel. Aber er scheint wieder aufzuwachen, glaube ich. Er muss wieder aufwachen. Und sie ist für ihn da. Ein wildfremder Mann, dessen Namen sie nur kennt. Und wir sind für ihn da. Das ist eine Wohltat auf jeden Fall. Und so vergeht die Zeit. Stunden um Stunden. Und er wacht auf. Wie geht es Ihnen? Besser hoffentlich. Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Ah, wie spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. An sowas glaubt Ethan, glaube ich, gar nicht mehr. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Wahrheit, komm. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Probleme? Sie, stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Hypothese? Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen.
Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. In diesen Zeiten müssen die Leute eigentlich für sich einander da sein. Und nun geht wieder ein Stück Hoffnung verloren, scheinbar. Aber sie kommt bestimmt wieder. Doch nun sieht es aus, als müssten wir die nächste Mission starten. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Marble Street. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Freigeschalten. Sorry. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Das wüsste ich auch gerne. Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit. Na, ich glaube auch nicht, dass wer es war. Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Nanu? Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Die Musik ist ganz schön laut gerade. Ich hoffe, man kann die Stimmen noch gut hören. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. 21:55. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Okay. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und Sie sind so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Was machen Sie? Sind Sie verrückt? Lassen Sie mich gehen. Lassen Sie mich. Der Typ weiß was. Und ich gehe nicht, bevor er es rausrückt. Wir haben dazu kein Recht. Das sind die falschen Methoden. Das kann so nicht gehen. Lass ihn in Ruhe. Komm schon. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Das ist Ihre Entscheidung.